Montag, 11. Juni 2018, 17.10 Uhr. Manchmal haben die Kollegen von der Bild-Zeitung lustige Ideen. Gerade rechtzeitig zum Parteitag der Linken veröffentlichten sie am vergangenen Wochenende eine Umfrage. Danach können sich 25% der Befragten vorstellen, ihre Stimme einer Liste Sarah Wagenknecht zu geben. Eine solche Liste gibt es nicht. Noch nicht? Im Moment denkt die Linkspolitikerin Sarah Wagenknecht noch darüber nach, wie man linke Kräfte in einer neuen Bewegung sammeln kann, aber jenseits der Parteien. Dennoch, die Reaktionen bei den Funktionären der Linken und der SPD schwanken zwischen Ekel, Entsetzen und bemühtem Ignorieren. Warum eigentlich? Wenn man mal alles, was kompliziert ist, beiseite räumt, dann lassen sich die Menschen in Deutschland in zwei Lager teilen, die weiter so Deutschen und die da geht noch was Deutschen. Die weiter so Deutschen wählen Angela Merkel und können diesen Text jetzt weglegen. Die anderen fragen sich, ob das wirklich schon alles war, die Unternehmensgewinne sind hoch, die Löhne sind niedrig. Die Vermögensverteilung wird immer ungleicher, zwischen West und Ost tut sich ein neuer Graben auf, weil hier große Vermögen vererbt werden und dort nicht, der Staat aber die Erben bevorzugt. Europa zerfällt und Deutschland sieht zu, deutsche Waffen tragen im Ausland zu den Fluchtursachen bei, mit deren Folgen wir uns hier beschäftigen müssen. Man kann natürlich der Meinung sein, dass die Leute bei den Wahlen ja die Gelegenheit hatten, sich zu äußern. Wenn also Politik in Deutschland bedeutet, dass man oben sein Kreuz reinwirft und unten kommt Angela Merkel raus, dann ist das eben so. Andererseits kann man der Meinung sein, dass der politisch-mediale Prozess in Deutschland inzwischen ziemlich dysfunktional ist und allen möglichen Zwecken dient, nicht aber dem, den politischen Willen des deutschen Volkes zu repräsentieren. Was zum Beispiel die SPD angeht, ist das keine steile These, sondern eine nüchterne Beobachtung. Die SPD macht Politik für ihre Funktionäre, darum machen die auch alle einen so zufriedenen Eindruck wie Olaf Scholz, Andrea Nahles und Kevin Kühnert, aber nicht für ihre Wähler, die darum immer weniger werden. Wenn das alles so ist, dann ist eine Sammlungsbewegung außerhalb der Parteien eine richtig gute Idee. Sie wäre der Bypass für ein verkalktes System. Darum ist das Ergebnis der Umfrage, die die Bild da veröffentlicht hat, auch so plausibel. Aber das System wehrt sich. Außer bei der Zeit, verblüffende Ausnahme, kommt Wagenknechts Idee in den etablierten Medien nicht besonders gut weg. Und lauter Leute, die sich zweifellos für linksliberal halten, haben auch gleich abgewinkt, so gelangweilt, blasiert und besserwisserisch, dass ihnen dabei in Charlottenburg und Eppendorf beinahe das Pinot Noir-Glas aus der schlaffen Hand gerutscht wäre. Was die in Frage kommenden Parteien angeht, ist ohnehin klar, außer ein paar Rentnern und Randfiguren mochte sich bislang niemand erwärmen. Gut, das ist auch kein Wunder. Nach der Bild-Umfrage könnte sich jeweils etwa ein Fünftel der Wähler der Nicht-CDU-Parteien für eine Wagenknecht-Liste erwärmen. 32% der SPD-Wähler, 23% der Grünen und immer noch 21% von der FDP. Das Interessanteste ist aber, 30% der AfD-Wähler könnten durch eine solche Liste in den demokratischen Konsens zurückgeholt werden. Das wäre die eigentlich bedeutsame Leistung dieses Projekts, die Rezivilisierung der Enttäuschten, die sich im Spinnennetz der Rechten verfangen haben. Die Sammlungsbewegung könnte der AfD den Garaus machen und Alexander Gauland stünden noch nackter da als nach dem Diebstahl seiner Klamotten am Badesee. Das einzige Problem, das die linke Sammlungsbewegung im Moment noch hat, nicht mal alle Linken wollen mitmachen. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn nicht mal die linke Linken dabei sind, warum sollten dann die Ökoliberalen von den Grünen einsteigen wollen? Die Linken bieten ein jammervolles Bild. Denn der Streit, um den es da geht,
ist der Rede in Wahrheit nicht wert. Es geht um einen ausgedachten Konflikt zwischen Nationallinken und Universalisten. Alles spitzt sich zu an der Frage, ob die Linken weiterhin zu einer Forderung aus ihrem Parteiprogramm stehen sollen, offene Grenzen. Dabei ist es mit den offenen Grenzen sowie mit dem Sonnenschein, der Gesundheit und dem Frieden, zwar absolut wünschenswert, lässt sich aber schlecht einfordern. Der Streit über offene Grenzen ist so unsinnig, wie der um den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland". Sprachlich lässt sich das formulieren, Sinn ist damit aber noch nicht entstanden. Heute mehr denn je, das liegt am Internet, geht es um das, was die Kommunikationswissenschaftler Framing nennen, es kommt nicht darauf an, was man sagt, sondern wie man es verpackt. Mal ein naheliegendes Beispiel, Andrea Nahles hat gesagt, wir können nicht alle bei uns aufnehmen. Das gab ziemlichen Ärger. Dabei hat sie nur eine Binsenweisheit verkündet. Andererseits hat sie Politik gemacht, und zwar die falsche. Das liegt nicht am Inhalt. Tatsächlich können wir Deutschland, nicht alle die Welt, aufnehmen. Das würde echt eng werden bei uns. Darum will das auch niemand, aber der Satz "Wir können nicht alle bei uns aufnehmen" klingt eben ganz anders als der Satz "Wir tun, was wir können" oder "Wir helfen nach unseren Möglichkeiten". Der Inhalt ist derselbe. Die Botschaft eine andere. So ist das mit den offenen Grenzen auch. Sarah Wagenknecht und Katja Kipping stehen persönlich für die beiden Flügel der Linken, die da miteinander ringen, anstatt dafür zu sorgen, dass das linke Projekt abhebt, denn gebraucht werden beide Seiten linker Identität, ein realistischer Blick auf Migration und Integration und ein universalistisches Verständnis internationaler Solidarität. Das sind nämlich keine Gegensätze, es sind die beiden Seiten linker Politik, die sich gegenseitig bedingen, aber wer selbst gespalten ist, kann nicht einen.